Die Muslime sind am nächsten Tag einmarschiert in Mekka. Und das war natürlich ein Anblick für die Leute. Eine riesige Armee von 10.000 Muslimen kommt in Mekka rein, absolut friedlich. Keine Nase wurde blutig geschlagen an diesem Tag. Und keine Angstmache wurde gemacht. Und sogar die Häuser, wie gesagt, viele, viele Jahre vorher, sind dann die Muslime aus Mekka geflüchtet nach Medina und haben all ihr Hab und Gut zurückgelassen. Und dieses Hab und Gut haben die Mekkaner sich unter den Nagel gerissen. Selbst da hat der Prophet gesagt, geht nicht und belästigt die Leute, auch wenn sie in euren Häusern sitzen. Wo sehen wir sowas? Jeder andere Herrscher, der verbannt wurde, unterdrückt wurde und nach 20 Jahren zurückkommt, macht seine Ex-Gegner platt bis zum Erdboden. Nicht der Prophet. Der hat gesagt, ihr dürft sie nicht anfassen, ihr dürft sie nicht belästigen. Nicht mal Angst machen dürft ihr denen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ich beginne im Namen Allahs, dem Allmächtigen und Barmherzigen, der das gesamte Universum in allerhöchster Schönheit und Präzision erschaffen hat. Möge sein Frieden und Segen herabkommen auf das Beste seiner Schöpfung, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Und genauso auf seine reine und makellose Familie, die Ahlul Bayt, und vor allem auf unseren erwarteten Retter der Zeit, Imam al-Mahdi ajallahu ta'ala faraja. Möge er seine Wiederkunft beschleunigen und uns zu seinen rechtschaffenen und ergebenen Dienern machen. Wir machen nahtlos weiter mit der Biografie und der Geschichte unseres Propheten. Wir waren ja letztes Mal stehen geblieben in der Schlacht, wo über 10.000 Mekkaner aus Mekka gekommen sind, um den Propheten mitsamt dem Islam platt zu machen. Ja? Da wurde um die Stadt herum, um Medina herum, ein Graben gebuddelt. Und Imam Ali hat ja dann Amr ibn Wad getötet, dieser Herkules seiner damaligen Zeit, vor dem alle so Angst hatten. Und das hat die gesamte Armee der Gegner demoralisiert. Das Ganze hat sich dann geschlagen, es ist ein Sandsturm aufgezogen und diese zehntausende Soldaten haben sich verstreut. Und das war eigentlich Lust für die Mekkaner. Das heißt, es war so ein richtiger Moralschaden für die Mekkaner, dieses Ereignis der Grabenschlacht. Es sind zwei Jahre vergangen, anderthalb, zwei Jahre sind dann vergangen. Der Auswanderung. Und was ist jetzt passiert? Der Prophet ist mit circa, also ihr müsst euch vorstellen, die Araber damals, die Götzenanbeter, die Quraysh, die haben ja die Kaaba quasi genommen und ihre ganzen Götzenstatuen in das Gotteshaus reingesetzt. Das war quasi so deren Pilgerort, obwohl Mekka eigentlich immer ein Ort des Monotheismus war, haben sie dort ihre Götterstatuen in die Kaaba reingestellt und haben immer vier Monate im Jahr gab es Waffenstillstand bei den Arabern. Das heißt, innerhalb dieser vier Monate wurde nicht gekämpft, gab es kein Blutvergießen. Und in einem dieser vier Monate hat der Prophet dann gesagt, dass sie die Umrah machen, die kleine freiwillige Hajj. Und ist dann mit ca. 1400 Menschen unbewaffnet losgelaufen von Medina. Sie hatten nichts bei sich außer ein paar Tiere und Ziegen und Schafe und Kamele, um dann das Schlachtritual zu machen, um das Fleisch dann zu spenden, wie es ja in der Umrah üblich ist. Die sind auf jeden Fall Richtung Mekka gelaufen und die Mekkaner haben dann mitbekommen, oh, der Prophet ist mit ein paar hundert Leuten auf dem Weg nach Mekka. Und das hat ihnen Angst bereitet. Ja, weil die haben jetzt in den letzten drei Schlachten gelernt, mit den Muslimen kann man sich schlecht anlegen. Ja. Und dann wurde Khalid ibn Walid, das war einer der Polytheisten damals, losgeschickt mit einer Reitertruppe, um Mohammed um jeden Preis aufzuhalten, dass er es ja nicht schafft, in Mekka reinzukommen. Das hat er auch geschafft an einem Ort namens Hudaybiyah. Das war eine grüne Oase, wo sie gekämpft hatten. Und der Prophet war ja unbewaffnet. Die hatten nur ein paar Schwerter bei sich. Schwerter waren damals, das war schon eine Waffe, aber ein Schwert war damals wie ein Smartphone. Jeder hatte ein Schwert bei sich. Das gehörte zum guten Brauch, dass man ein Schwert bei sich hat. Das galt aber jetzt nicht als bewaffnet. Also bewaffnet warst du erst, wenn du Schild und Rüstung und Speer und alles drum und dann warst du bewaffnet. Wenn du ein Schwert bei dir hattest, galt es jetzt nicht als eine bewaffnete Mannschaft. Ne? Und Khalid ibn Walid wollte provozieren, dass irgendein Kampf oder Disput entsteht, aber der Prophet hat die Leute beruhigt. Beruhigt. Es gibt keine Schlägerei, kein Blutvergießen, kein gar nichts. Und der Prophet sagte, lasst uns doch wenigstens für einen Tag in Mekka rein. Wir wollen mit euch gar nichts zu tun haben. Wir machen unsere Pilgerfahrt, wir machen ein paar Kreise um die Kaaba und gehen wieder zurück nach Medina. Das hat den Polytheisten nicht gefallen. Die haben gesagt, nö, nicht mal für eine Stunde dürft ihr in die Stadt rein. Aber dadurch, dass der Prophet jetzt nicht zum Revoltieren gerufen hat, was er nie gemacht hat,
Der Prophet, das ist also entgegen dem Glauben, was viele haben, dass der Prophet immer mit dem Schwert Probleme gelöst hat, ganz im Gegenteil. Er hat die Situation beruhigt und die Mekkaner haben gesehen, krass, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Wir hätten jetzt gedacht, der Prophet greift uns an. Und der Prophet hat einen Friedensvertrag vorgeschlagen. Und die Mekkaner haben einen Boten geschickt zum Propheten, der diesen Friedensvertrag mit ihm aushandeln sollte. Weil die Mekkaner dachten sich jetzt, jawohl, so ein Friedensvertrag ist ein Sieg für uns. Ja, weil dann tun wir den Prophet klein halten. Wenn der Prophet Macht bekommt und ständig am Kämpfen ist mit uns, das ist gefährlich für uns, aber wenn wir einen Friedensvertrag schließen, dann machen wir den Islam dadurch völlig platt. Es kam überraschenderweise genau andersrum. Dieser Bote kam und hat Forderungen gestellt, Klauseln für diesen Vertrag, und Imam Ali hat dann diesen Vertrag eigenhändig aufgeschrieben und hat, wie es ja so gang und gäbe bei uns Muslimen ist, wenn wir einen Vertrag oder sowas aufschreiben, mit was fangen wir an? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hat es geschrieben, also quasi im Namen Allahs, dem Allmächtigen und Barmherzigen. Und dann hat dieser eine Mann von den Quraysh gesagt, halt, stopp, was soll das? Warum schreibst du Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Wir glauben nicht an diesen Spruch. Wenn wir an diesen Spruch glauben würden, dann hätten wir kein Problem. Streich das raus. Und Imam Ali hat Bismillah ar-Rahman ar-Rahim rausgestrichen. Und dann schrieb er weiter, das hier ist ein Vertrag zwischen den Mekkanern und Muhammad Rasulullah. Muhammad, dem Gesandten Gottes. Und dann hat derjenige auch wieder gesagt, halt, stopp, Moment mal, wenn wir akzeptieren würden, dass Mohammed unser Prophet wäre, dann würden wir doch nicht so Probleme miteinander haben. Und der Prophet sagte zu Imam Ali, streich Rasulullah, schreib nur Mohammed ibn Abdullah. Streich das Rasulullah raus. Und dann sagte Imam Ali, ich kann es nicht. Ich bin der Erste, der akzeptiert hat, dass du der Gesandte Gottes bist. Mir fällt es schwer übers Herz, das rauszustreichen. Und der Prophet hat es dann eigenhändig rausgestrichen und sagte, oh Ali, in ferner Zukunft wirst du genau das Gleiche machen in einem Friedensvertrag, wo du deinen Namen rausstreichen wirst. Und tatsächlich kam es dann. Über 30 Jahre später, in der Schlacht von Siffin, wenn ich mich nicht irre, in der Schlacht von Siffin musste Imam Ali Amir al-Mu'minin aus seinem eigenen Namen rausstreichen und hat sich dann daran erinnert, dass der Prophet 30 Jahre vorher genau das prophezeit hatte. Und was waren jetzt die Klauseln dieses Vertrages? Die erste Klausel war, die Muslime sollen jetzt nach Hause gehen, nach Medina, und sie sollen nächstes Jahr zur Umrah kommen. Und wenn sie nächstes Jahr zur Umrah kommen, dürfen sie nur maximal 3 Tage sich in Mekka aufhalten und müssen dann wieder zurück nach Medina. Und sie dürfen unbewaffnet herkommen, außer mit einem Schwert. Wie gesagt, ein Schwert war damals gang und gäbe. Sie dürfen nicht mit einer Armee hier anmarschieren in Mekka. Der nächste Punkt, es wird Frieden herrschen für 10 Jahre zwischen uns Mekkanern und den Muslimen. 10 Jahre Frieden. Also Waffenstillstand. Wenn einer der Mekkaner zum Islam konvertiert und nach Medina will, müssen die Muslime ihn zurückschicken. Ja? Wenn aber einer der Muslime aus Medina wieder den Islam verlässt und nach Mekka kommt, dann darf er bleiben. Okay? Und der letzte Punkt war, alle Stämme Arabiens dürfen mit beiden Parteien Geschäfte machen. Mit den Muslimen oder Nicht-Muslimen, egal. Aber die Verbündeten untereinander haben auch Waffenstillstand. Das heißt, wenn eine Partei mit den Muslimen Best Friend ist und eine Partei mit den Polytheisten, dann dürfen die sich untereinander auch nicht bekriegen. Zwischen denen herrscht auch Waffenstillstand. Das waren die Forderungen des Boten aus Mekka. Und der Prophet hat alle akzeptiert. Das ist in Ordnung. Wir kommen gerne nächstes Jahr. Dieses Jahr machen wir nicht die Pilgerfahrt und gehen wieder zurück. Und die Mekkaner haben es gefeiert. Die dachten, jawohl, das war jetzt ein Sieg für uns. Wir haben den Prophet in die Knie gezwungen, wir haben ihm die Macht abgeschnürt. Er hat jetzt diesen Friedensvertrag gemacht und er hat sich eigentlich unwissend selber die Hände gebunden. Dachten sie. Und die Muslime hatten damit eigentlich kein Problem, außer einer, das war Umar. Umar ibn Khattab sagte auch selber später, dass er ein Problem damit hatte. Den hat es aufgeregt. Wieso kämpfen wir nicht? Wieso greifen wir nicht an? Wir haben doch jetzt Tausende von Leuten. Ja? Und er ist sogar zum Prophet und hat gesagt, bist du etwa kein Prophet? Also hat ihn dann quasi wirklich so angemacht. Bist du etwa nicht der Gesandte Gottes? Also er hat Zweifel gehegt an dem, was der Prophet gemacht hat, und das öffentlich. Er ist nicht zu ihm privat hin, sondern er hat öffentlich seine Zweifel geäußert. Und das hat dazu geführt, dass andere gesehen haben, Moment mal, wenn der öffentlich den Propheten kritisieren kann, dann kann ich es auch. Und es war der erste Moment, wo öffentlich so ein Tumult innerhalb der Muslime entstanden ist durch die Aktion von Umar. Ja? Aber der Prophet hat gesagt, nein, wir wollen den Frieden um jeden Preis. Wenn wir angegriffen werden, klar, dann muss man sich verteidigen.
Aber wir, Frieden ist das Beste, was uns passieren kann. Und der Prophet hat dann gesagt, schlachtet diese Tiere, die ihr mitgebracht habt, rasiert euch die Köpfe, wie es in der Pilgerfahrt so üblich ist, und dann kehren wir zurück nach Medina. Und viele haben da gezögert. Viele haben so rumgemurmelt und oh, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen, weil sie haben am Propheten gezweifelt. Warum geht ein Friedensvertrag mit dem Feind ein? Ja? Und dann hat der Prophet es selber gemacht, hat sich selber den Kopf abrasiert und dann haben es ihm auch viele nachgemacht. Aber das Besondere ist die Rolle von Ali. Ali war der Erste im Kampf. Wie oft war Ali derjenige, der den ganzen Kriege zum Positiven geändert hat und den Islam gerettet hat? Aber er war auch der Erste, wenn es um den Frieden ging. Der hat nicht gezögert. Er war derjenige, der den Vertrag überhaupt geschrieben hat. Ja, da sieht man mal seinen Rang. Ne? Aber warum war jetzt der Vertrag ein Sieg für die Muslime? Erstens mal, die Mekkaner haben zum ersten Mal die Muslime als gleichwertige Menschen betrachtet. In Hinsicht auf Business und Geschäfte und Rechte und so weiter. Ja? Bis dato wollten sie die Muslime platt machen, aber zum ersten Mal, bis dato waren die Muslime eine Art Flüchtlinge und Rebellen für sie. Jetzt waren es Geschäftspartner auf einmal oder auf einem Augenlevel. Zweitens, Medina wurde durch diesen Vertrag als ein gleichwertiger Staat anerkannt, nämlich ein muslimischer Staat. Die waren Polytheisten in Mekka und das waren Muslime. Das heißt, die haben sie anerkannt als einen gleichwertigen Staat, mit dem man Frieden macht. Der dritte Punkt war, die Muslime, die in Mekka waren immer noch, weil es gab mittlerweile einige Muslime in Mekka, die heimlich leben mussten, die hatten jetzt Freiheit. Die mussten nicht mehr sich verstecken, aus Angst vor getötet werden, etc. Und das Problem war jetzt für die Mekkaner, die Muslime in Mekka wurden jetzt immer mehr und mehr, weil sie wurden jetzt nicht mehr verfolgt. Ja, sie konnten ihren Glauben frei praktizieren und es wurden immer mehr und mehr Muslime. Und die wollten ja natürlich nach Medina zum Propheten. Und es wurden irgendwann so viele Muslime, dass es für die Mekkaner zur Belastung wurde. Und jetzt gab es ja im Vertrag diese eine Klausel, wenn jemand von Mekka zum Islam konvertiert und nach Medina will, darf er nicht gehen. Aber sie haben danach den Propheten gebettelt, bitte nimm diese Klausel aus dem Vertrag raus, wir können mit diesen Muslimen hier nicht klarkommen, nimm sie ruhig. Ja? Das heißt, diese 10 Jahre Frieden hat dafür gesorgt, dass keine Kriege mehr sind und der Islam wirklich verbreitet werden konnte. Bis dato musste der Islam immer verteidigt werden, weil sie immer angegriffen wurden. Ja? Aber durch diesen Waffenstillstand konnte der Prophet wirklich den Islam verbreiten. Und viele Menschen haben es auch verbreitet in alle Stämme und Dörfer Arabiens. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ein weiterer Punkt war, davor war es wie gesagt nur Krieg. Und jetzt war endlich die Zeit, den Islam zu zeigen. Und die ganzen arabischen Stämme hatten sich davor nicht getraut, mit den Muslimen Geschäfte zu machen. Weil sie dachten, hey, wenn wir mit den Muslimen Geschäfte machen, haben wir die Mekkaner im Nacken. Aber dadurch, durch diesen Friedensvertrag, konnten jetzt viele Leute Business machen mit den Muslimen. Dadurch ging es den Muslimen auch wirtschaftlich besser. Weil die waren in Medina am Verhungern. Ja? Das heißt, sie konnten Geschäfte miteinander machen. Und die ganzen Nicht-Muslime, die Angst vor dem Propheten hatten, weil sie dachten, der will nur Krieg, was er gar nicht so war, haben gesehen, nein, der will genau das Gegenteil, der will Frieden. Ja? In Medina haben ja auch Juden gelebt, mit denen hat er in Harmonie gelebt. Also dieser Trugschluss, den viele denken, der Prophet hat mit dem Schwert alle zum Islam konvertiert, ist absolut falsch. Am ersten Tag, wo er seinen Fuß in Medina gesetzt hat, hat er gesagt, wir Muslime und ihr Juden und Christen, wir leben hier in Einheit. Das habe ich euch im letzten Vortrag gesagt, was er für einen Vertrag mit den Nicht-Muslimen dort geschlossen hat. Und immer, dass viele denken, der Islam ist durch den Krieg gewachsen. Nein, der Islam ist erst ab dem Moment, wo Frieden entstanden ist, gewachsen. Davor waren die ganzen Muslime vielleicht 1500 Leute. Aber sobald dieser Friedensvertrag von Hudaybiyah geschlossen wurde, erst dann hat der Islam wirklich Wurzeln geschlagen können. Ja? Das heißt, die Mekkaner haben eigentlich ihr eigenes Grab geschaufelt durch diesen Vertrag und sie dachten, sie hätten hier einen Sieg erzielt. Aber eigentlich war das ein ganz klarer Sieg für den Islam. Und als der Prophet dann von Hudaybiyah mit den 1400 Leuten auf dem Rückweg nach Medina war, kam dann der Vers in Sura 48, Vers Nummer 1. Die Sura heißt auch Sieg, ja, die Sura des Siegs. Da heißt es wahrlich, wir haben dir einen offenkundigen Sieg beschieden. Damit meint er diesen Friedensvertrag. Nicht die Schlacht von Badr, das war ja auch ein Sieg, da haben sie gewonnen. Oder die Schlacht von Khandaq, nein,
Da hat Gott nicht gesagt, wir haben euch einen Sieg beschert, sondern hier, wo Frieden geschlossen wurde, da sagt er, wir haben dir einen offenkundigen, gewaltigen Sieg verschafft. Das heißt, der Prophet hat um jeden Preis versucht, Frieden zu erzielen, es sei denn, die islamischen Grundwerte werden kaputt gemacht. Ja? Also er hätte jetzt nicht Frieden geschlossen, wenn es geheißen hätte, wenn jemand erwischt wird beim Beten, dann wird er getötet beispielsweise. Das nicht. Aber die Kriterien, die dieser Bote aus Mekka aufgesetzt hat, das waren alles okay. Kommt nicht dieses Jahr, kommt nächstes Jahr zum Hajj, kein Problem, das ist nicht islamisch verwerflich. Ja? Ihr sollt unbewaffnet kommen, das ist auch kein Problem. Deswegen hat der Prophet alles akzeptiert. Und viele waren halt aber sauer. Wieso nimmt der Prophet alles hin? Das ist ein Zeichen von Schwäche, diese typische dumme Araber-Mentalität. Man muss immer eine aufs Maul hauen, um Stärke zu zeigen. Nein, Stärke kann es auch manchmal sein, indem du einen Gang zurückschaltest, die Sache objektiv betrachtest und lieber Schaden minderst, als einfach nur Ego zu zeigen. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Jetzt war es so, in Medina gab es, also vor dieser ganzen Geschichte, gab es in Medina drei jüdische Stämme. Mit denen hat der Prophet einen Friedensvertrag geschlossen. Und eine von diesen drei Stämmen war eigentlich ganz korrekt. Aber die anderen beiden Stämme, die haben dann in Medina Tumulte verursacht. Haben den Vertrag gebrochen und der Prophet hatte sie dann ein paar Jahre davor nördlich verbannt. Er hat gesagt, ihr dürft nicht mehr in Medina leben, laut unserem Vertrag. Ihr habt den Vertrag gebrochen, ihr müsst die Stadt verlassen. Haben sie auch gemacht und sind ca. 90 Kilometer nördlich von Medina ausgewandert. Nee, sorry, 150 Kilometer von Medina, wo es ein bisschen bergiger war. Und dort haben sie eine Wirtschaft aufgeschlagen und hatten dort wirklich ein florierendes Business, weil die Juden damals waren die Geschäftsmänner Arabiens. Die hatten Kohle, die hatten Kontakte, die hatten Mittel. Und dort haben, und die Juden von diesem Ort namens Khaybar, die hatten auch ein wahnsinniges Know-how, wie man Waffen herstellt. Das heißt, die neuesten Waffen, die es damals gab, gab es in Khaybar, in diesem Ort. Jetzt haben diese Juden aus Khaybar gesehen, aha, der Prophet hat einen Friedensvertrag geschlossen, das heißt, er muss verwundbar sein. Also diese typische dumme Mentalität. Wenn man einen Friedensvertrag macht, heißt es ja, man kann nicht kämpfen, also ist man verwundbar, dachten sie. Und sie, diese jüdischen Stämme, haben sich zusammengetan und haben gesagt, hey, wie können wir den Propheten jetzt ein für alle Mal ausradieren? Ja? Und haben Expeditionstrupps geschickt, um das Gebiet auszukundschaften. Das habe ich ja letztes Mal gesagt, damals gab es ja keine Drohnen oder Überwachungskameras oder News, sondern wenn man wissen wollte, was politisch in der Gegend abgeht, musste man einen Trupp von 10, 20, 30 Leuten losschicken, eine Expedition, die haben ein bisschen rumspioniert, ein bisschen geguckt und dann wusste man, hey, greifen wir lieber so an oder so an. Und die Juden aus Khaybar haben mehrmals solche Expeditionstrupps losgeschickt und die haben wiederum, jetzt komme ich durcheinander, genau, und die haben dann einige Muslime getötet, ja, die haben den Sohn von Abu Zar getötet. Abu Zar, kennt ihr sicherlich, einer der besten Gefährten des Propheten, dem sein Sohn wurde dort getötet von diesen Expeditionsleuten. Und der Prophet wusste, es wird bald zu einem Krieg kommen. Und damit das nicht zustande kommt, ist er mit ca. 1.500 Soldaten, ist er nördlich marschiert Richtung Khaybar, um diese Leute zu konfrontieren. Was das soll, so nach dem Motto. Und, also quasi genau wie in der Schlacht von Badr. Dort war es ja so, es war eine Karawane mit ganz viel Geld von den Muslimen und vielen Waffen. Und der Prophet wollte diese Karawane aufhalten, damit sie nicht nach Mekka kommt, weil sonst hätten die Muslime keine Chance gehabt. Ja? Und genau das Gleiche wollte er hier mit Khaybar. Er wollte keinen Krieg, er wollte hingehen und das Ganze verhindern, dass es zu einem Krieg kommt. Ja? Aber als er dann vor den Toren von Khaybar stand, ihr müsst euch vorstellen, es war eine hügelige Gegend dort und es gab 8 Festungen, 8 Burgen. Ja? Und die waren sehr, sehr gut beschützt und die Juden hatten dort wahnsinnig viel Kapital, viel Gold und Silber war dort gelagert bei denen. Und innerhalb von wenigen Tagen konnten die Muslime eine Festung nach der anderen einnehmen damit und quasi die Gefahr von dort abwenden, dass dort irgendeine Armee losmarschieren kann. Aber die letzte Festung, die war die harte Nuss, quasi genau wie, wenn ihr Computerspiele zockt, so am Ende kommt der Big Level, der Big Boss, ja? Am Ende habt ihr den schwierigsten Kampf. Die letzte Festung konnten die ums Verrecken nicht einnehmen und der Prophet hat auch unterschiedliche Leute vorgeschickt. Hat einmal Abu Bakr losgeschickt, die Festung einzunehmen, hat er nicht geschafft. Omar wurde losgeschickt, hat es auch nicht geschafft. Und dann sagte der Prophet einen sehr, sehr bekannten Satz, wo er sagte, morgen werde ich
diese Aufgabe jemandem geben, der Allah und den Propheten liebt, und Allah und den Propheten lieben ihn. Und er ist jemand, wenn er in den Kampf geht, kommt er nicht erfolglos zurück. Und er gehört zu den Rechtschaffenen. Und jetzt dachten die Leute, wen meint er bloß damit? Die Sache war, Imam Ali war zu dem, also eigentlich würde man sofort an Ali denken, aber Ali war zu dem Zeitpunkt, hatte eine Bindehautentzündung oder sowas und hatte eine Augenentzündung und konnte einfach gar nicht sehen. Ja? Das heißt, die Leute haben gar nicht an ihn gedacht. Und das Witzige ist, die Leute haben sich alle Rüstungen angezogen und haben am nächsten Tag schön Schlange gestanden vor dem Zelt des Propheten, weil sie dachten, hoffentlich bin ich derjenige, den der Prophet gemeint hat. Und dann sagt der Prophet, okay, am nächsten Morgen, wo ist Ali? Und die sagten, hey, der ist in seinem Zelt, der kann nicht mehr geradeaus laufen, der hat gerade Augenschmerzen. Und der Prophet hat ihn hergerufen und hat ihn mit einer Berührung quasi geheilt, er konnte wieder sehen. Und der Prophet hat ihm das Banner in die Hand gedrückt und Imam Ali ist dann los und hat die Festung im Alleingang eingenommen. Und das ist überliefert, es waren ja 1.500 Menschen vor Ort. Und das Besondere ist, da können jetzt viele drüber lachen, aber wenn etwas überliefert ist, mehrere Dutzende Male von verschiedenen Quellen, da scheint was dahin zu sein. Das ist aus schiitischen und aus sunnitischen Quellen überliefert, dass diese Festung, das hatte so eine Art Klapptor, kennt ihr sicherlich von so Burgen oder sowas, ne? Und das heißt, es wären ca. 40 Männer nötig, um dieses Tor aufzuziehen oder runterzuziehen. Und die Überlieferungen sagen, dass alle Männer damals, sowohl von jüdischer Seite als auch muslimischer Seite, gesehen haben, wie der dieses Tor ausreißt. Eigenhändig. Wie er dieses Tor rausreißt und quasi Zugang geschaffen hat zur Burg. Das Besondere ist, derselbe Imam Ali war nicht in der Lage, sein trockenes Brot, als er Khalifa war, sein trockenes Brot durchzubrechen. Und jemand sagte zu ihm, oh Ali, wie kann es sein? Du bist derjenige, der dieses massive Holztor, wo 40 Männer stemmen mussten, mit einer Hand rausreißen kannst, aber du schaffst es nicht, ein Stück Brot zu brechen? Und er sagte, ja, diese Kraft, das Brot zu brechen, kommt von meinem Körper. Die Kraft, die ich damals bekommen habe, war nicht körperliche Kraft, es war spirituelle Kraft, die ich in dem Moment hatte. Das zeigt einfach, wenn du mit reiner Absicht etwas für Gott machst, muss nicht unbedingt eine körperliche Sache sein, dann hilft dir Gott auf gewisse Art und Weise, was viele für unmöglich halten. Die Absicht muss aber rein sein. Wenn die Absicht ist, dich selber in den Mittelpunkt zu stellen, dann gibt dir Gott eine Klatsche, da kannst du danach nicht mehr aufstehen. Die Absicht muss rein sein. Das heißt, diese Festung wurde eingenommen und die Gefahr von diesen Städten wurde abgewendet. Das hat dann auch ein anderer jüdischer Stamm aus Fatak gesehen. Fatak war nämlich auch eines dieser Städte und Orte, wo die Juden sehr viel Business betrieben haben. Die Juden von dort haben gesehen, oh, nicht, dass uns auch sowas passiert, und haben dann dieses Land Fatak dem Propheten geschenkt. Und er hat es dann wiederum an wem weitergeschenkt? An Fatima Zahra, an seine Tochter. Das heißt, die Leute, die sagen, Fatak wäre vererbt gewesen, nein. Wenn ich meinem Sohn ein Handy schenke, dann ist es kein Erbe, das ist ein Geschenk. Ja? Das ist nun mal dazu. Das heißt, diese Gefahr von Fatak wurde abgewehrt und danach ging es den Muslimen auch wirtschaftlich gut. Weil viel Input dann, viel Business dann von dort auch machbar war. Viele Güter, viele neueste Waffen, die dort gelagert waren in Khaybar, konnten die Muslime jetzt benutzen. Sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Ich glaube, ich muss mal einen Vortrag nur über diese Kriege machen, die es im Islam gab. Weil das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Weil wir sehen, Jesus hat keine Kriege geführt, er hat aber auch keine Armee. Moses hat auch keine Kriege geführt, er hat aber auch keine Armee. Beziehungsweise, der hatte viele Leute, aber das waren dieselben Vögel, die an das Kalb angebetet haben. Also keine loyalen Kumpanen. Kein Prophet hatte sowas. Und der Islam sagt, du darfst niemals auch nur den ersten Pfeil abfeuern. Und es gibt keinen Krieg, wo Imam Ali oder der Prophet jemals den ersten Pfeil abgefeuert hat. Er war immer bereit, falls er angegriffen wird. Aber er hat nie angefangen, den Krieg. Es waren immer Verteidigungskriege. Und solche Situationen wie Khaybar waren halt sehr, sehr, sehr heikel. Weil hätte der Prophet nicht diesen Step gemacht, präventiv, wäre es definitiv, hätten die Juden, weil die Juden hatten über Milliarden Vermögen, die hätten sich mit den Mekkanern wieder zusammengeschlossen, was sie ja schon ein paar Jahre vorher in der Schlacht von der Grabenschlacht gemacht haben. Da haben die Juden finanziell den Mekkanern Geld gegeben, damit sie Mohammed platt machen. Das heißt, der Islam sagt, verteidige dich. Dein Leben ist zu wertvoll, als dass du es einfach so liegen lässt. Vor allem in den ersten Jahren des Islam, wo der Islam sehr, sehr, sehr verwundbar war. Der Islam bestand aus ein paar hundert Leuten. Das war alles. Ja? Deswegen mussten die sich verteidigen um jeden Preis. Jetzt ist dieses eine Jahr rumgegangen, nach dem Friedensvertrag von Hudaybiyah.
Und die Muslime hatten jetzt laut Vertrag das Recht, was zu machen? Die Pilgerfahrt. Die Umrah, diese kleinere Pilgerfahrt. Und der Prophet ist mit ca. 2000 Menschen von Medina nach Mekka wieder gelaufen für 3 Tage. Und in diesen 3 Tagen haben die Einwohner von Mekka die Stadt verlassen. Okay? Das war vertraglich so geregelt. Das heißt, die haben die Stadt verlassen und Mekka liegt ja so ein bisschen im Tal und die waren quasi diese paar Tage in Zelten auf den Bergen im umliegenden Mekka. Und es heißt, als die Muslime in diesen 3 Tagen in Mekka waren und die Pilgerfahrt gemacht haben, um die Kaaba rumgelaufen sind, diese Unity, diese Einheit gesehen haben, waren die echt baff. Weil die haben gesehen, unter den Muslimen gibt es kein Reich und Arm, Schwarz und Weiß. Bilal, dieser schwarze Sklave, ist auf das Dach von der Kaaba gelaufen und hat dort den Gebetsruf gemacht für alle Muslime zum ersten Mal. Und es war für die Mekkaner ein erstaunlicher Anblick, dass sie gesehen haben, die unterscheiden nicht zwischen Schwarz und Weiß, Sklave oder Nicht-Sklave, Reich oder Arm. Alle haben dasselbe weiße Gewand an. Alle Köpfe sind rasiert. Alle stehen vor Gott da, wie wenn sie frisch auf die Welt gekommen wären. Das war für sie ein erstaunlicher Anblick. Und es hat viele so ein bisschen beruhigt, weil sie dachten, der Prophet will nur töten, töten, töten. Es wurde ja viel Fake News über den Propheten verbreitet innerhalb von Mekka, um den Leuten Angst zu machen, um sie zu mobilisieren gegen den Propheten. Was ist denn jetzt aber passiert? 8 Jahre nach der Hijra war es so, es gab 2 Stämme in Arabien, die Banu Bakr und die Banu Khuzaa. Das waren 2 Stämme in Arabien, die haben schon seit Jahrzehnten immer Krieg miteinander gehabt. Okay? Typisch Araber. Damals war es so, es gab so viele Stammesrivalitäten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Banu Bakr und Banu Khuzaa, diese 2 Stämme, hatten immer miteinander Stress. Jetzt war es so, dass diese Banu Bakr eine Allianz geschlossen haben mit den Mekkanern. Und diese Banu Khuzaa, die sind konvertiert zum Islam und sind nach Medina gegangen und wurden zu Verbündeten des Propheten. Jetzt stand ja im Vertrag, im Friedensvertrag, eine Klausel, dass wenn einer der Partner auch einen Partner angreift, ist der Friedensvertrag gebrochen. Und wenn der Friedensvertrag gebrochen war, dann hatte der Geschädigte das Recht, die Stadt einzunehmen. Das war damals so Brauch. Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn man einen Friedensvertrag bricht, dann muss man mit Konsequenzen rechnen. Jetzt war es ja im Friedensvertrag so, die Partner durften sich auch nicht angreifen. Was jetzt passiert? Diese Banu Bakr, das waren Polytheisten, die sich mit Mekka verbündet haben, die haben heimlich nachts mehrere Anschläge ausgeübt auf die Banu Khuzaa. Weil die hatten ja immer schon Zoff miteinander. Jetzt waren die Banu Khuzaa aber Verbündete von wem? Von den Muslimen. Die haben nachts mehrere Leute heimlich erdolcht in ihren Betten, ca. 20, 30 Leute. Waren Terroranschläge, damals wie heute auch. Und somit war der Friedensvertrag zunichte. Und der Prophet hat dann gesagt, die haben jetzt den Vertrag gebrochen, wir gehen jetzt nach Mekka. Und es haben sich ca. 10.000 Menschen zusammengetan, 10.000 Muslime. Das heißt, in diesen Jahren ist der Islam so rapide gewachsen, von ein paar hundert Leuten zu über 10.000. Die sind mit einer Armee von 10.000 Leuten nach Mekka gegangen und haben dann an einem Vorort von Mekka nachts ihren Camp aufgeschlagen, um am nächsten Tag in Mekka einzumarschieren. Jetzt war es so, ein Schlaumeier aus den Muslimen ist dann am Tag davor nach Mekka gegangen und hat laut rumgerufen, oh ihr Mekkaner, morgen machen wir euch alle platt. Morgen ist der Tag, an dem Mekka übersät wird sein, Bäche aus Blut wird hier von euch da sein, wir werden euch jetzt platt machen. Hat den Angst gemacht ohne Ende. Und Abu Sufyan, der Häuptling quasi der Mekkaner, wollte sich vergewissern, wie viele Muslime es sind und ist dann an diesen Ort gereist und hat gesehen, verdammt, das sind tausende von Lagerfeuer nachts, die er gesehen hat und war verängstigt. Und jemand hat ihn dann zum Propheten gebracht und Omar, wie so immer, der Erste in Brutalität, hat sofort sein Schwert gezückt und hat gesagt, du musst jetzt zum Islam konvertieren, sonst schlage ich dir den Kopf ab. Und er ist dann aus Angst vor Omars Schwert zum Islam konvertiert. Ja? Vermeintlich konvertiert. Und der Prophet sagte ihm, willst du etwa nicht sagen, dass es einen Gott gibt? Und er sagte, doch. Willst du etwa nicht sagen, dass ich der Gesandte Gottes bin? Und er sagte, boah, das fällt mir schwer, das zu akzeptieren. Der hat 20 Jahre gegen den Propheten gekämpft, das ist kein Spaß. Jetzt auf einmal zu akzeptieren, hat er auch nie. Viele sagen, er hat es akzeptiert, hat er nie. Der war bis zu seinem Lebensende innerlich kein bisschen ein Monotheist. Da hatte immer seine Götzenstatue in seiner Hosentasche bei sich. Ja?
Ja, ist echt so, das ist kein Märchen. Und er ist konvertiert aus Angst und der Prophet hat ihm gesagt, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Dieser Spezialist, der am Tag vorher nach Mekka ist und Angst gemacht hat, Gott hat gesagt, bringt diesen Menschen zurück und hat einen neuen Boten geschickt, der in Mekka ausrufen sollte, heute Al-Yawm Yawm Al-Marhama. Das ist der Tag der Vergebung, das ist der Tag der Rahma, das ist der Tag der Barmherzigkeit. Ihr seid alle in Sicherheit. Kein Tropfen Blut wird vergossen werden. Bleibt in euren Häusern oder wenn ihr rauskommen wollt, aber es wird keinem was widerfahren. Ihr seid in Mekka sicher. Wir wollen keinen Krieg. Der Friedensvertrag wurde gebrochen. Wir haben jetzt Anrecht auf diese Stadt. Und die Muslime sind am nächsten Tag einmarschiert in Mekka. Und das war natürlich ein Anblick für die Leute. Eine riesige Armee von 10.000 Muslimen kommt in Mekka rein. Absolut friedlich. Keine Nase wurde blutig geschlagen an diesem Tag. Und keine Angstmache wurde gemacht. Und sogar die Häuser, wie gesagt, viele, viele Jahre vorher, sind ja die Muslime aus Mekka geflüchtet nach Medina und haben all ihr Hab und Gut zurückgelassen. Und dieses Hab und Gut haben die Mekkaner sich unter den Nagel gerissen. Selbst da hat der Prophet gesagt, geht nicht und belästigt die Leute, auch wenn sie in euren Häusern sitzen. Wo sehen wir sowas? Jeder andere Herrscher, der verbannt wurde, unterdrückt wurde und nach 20 Jahren zurückkommt, macht seine Ex-Gegner platt bis zum Erdboden. Der stellt sie alle von Pranger und setzt sie unter dem Kugelhagel aus. Nicht der Prophet. Der hat gesagt, ihr dürft sie nicht anfassen, ihr dürft sie nicht belästigen. Nicht mal Angst machen dürft ihr denen. Und dann ist der Prophet und hat den Mekkaner angesprochen und hat gesagt, was denkt ihr, was ich mit euch machen werde? Und die Mekkaner sagten, O Muhammad, wir kennen dich als einen großzügigen Bruder. Bevor du los bist nach Medina, warst du Muhammad As-Sadr al-Amin, der Ehrwürdige, der Vertrauenswürdige. Wir haben dich geliebt und wir kennen dich als einen barmherzigen Menschen. Wir erwarten von dir nichts als Güte und Barmherzigkeit. Und genauso hat es auch der Prophet getan. Und das Besondere ist, der Prophet hat dann einen Vers zitiert, wo Yusuf zu seinen Brüdern sagt, nachdem sie ihn in den Brunnen geschmissen haben und jetzt er ein erfolgreicher Mann in Ägypten war und die jetzt nach x Jahren wieder zurückgekommen ist, hat er gesagt, kein Tadel soll euch treffen. Und der Prophet hat diesen Vers von Yusuf zitiert, den er zu seinen Brüdern gesagt hat. So nach dem Motto, ich verzeihe euch, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Kein Tadel, keine Konsequenz soll euch heute treffen. Und das war für die Mekkaner unvorstellbar. Weil sie haben jetzt damit gerechnet, das war's. Wir werden jetzt dem Erdboden gleich gemacht. Alle Frauen und Kinder werden versklavt, die Männer werden enthauptet, weil damals war es gang und gäbe so. Damals war es gang und gäbe so. Dann ist der Prophet in die Kaaba rein und die Kaaba war bestückt mit 360 verschiedenen Götzenfiguren, weil die haben an 360 Götter mehr oder weniger geglaubt und die Kaaba war voll davon. Und der Prophet hat eine Statue nach dem anderen da rausgeworfen, weil diese Kaaba war etwas, was Abraham erbaut hatte, als monotheistisches Symbol und nicht, um sie mit Götzenstatuen zu füllen. Die wurden alle entfernt und die größte Statue, die war sehr weit oben platziert und er konnte nicht mit der Hand ran und er hat Ali befohlen, Ali, geh auf meine Schultern und schmeiß diese Statue runter. Und er ist dann wirklich auf die Schultern des Propheten und hat diese Statue dann entsorgt. Und ab da war Mekka muslimisch bis zum heutigen Tag. Ja, das war dieser Erfolg, den der Prophet erzielt hat, mit einem Friedensvertrag. Ohne eine Nase zum Bluten zu bringen, hat er Mekka friedlich erobert. Ohne den Leuten Angst zu machen, er hat ihnen Frieden und Immunität zugesichert. Und dadurch, dass der Prophet so barmherzig war, nach 20 Jahren Kriege, Unterdrückung, Sanktionen, Foltern, Morden, kommt der Prophet so zurück. Jeder andere Machthaber, der an die Macht kommt, hätte 180 Grad anders reagiert. Selbst die heutigen Regierungen, die vermeintlich so demokratisch und toll sind, brauchen wir nur mal gucken, was im Westen passiert. Siehe 11. September. Ob das jetzt fake war oder nicht, ist mal ein anderes Thema. Aber was wir sehen, okay, am 11. September 3.000 Tote, da haben wir im Nahen Osten 3 Millionen Tote. Ist das vergleichbar? Der Prophet wurde 20 Jahre lang unterdrückt, gemordet. Ein Krieg nach dem anderen musste er abwehren. Und er kommt nach Mekka zurück und verzeiht ihnen alles. Und viele sind dann sofort zum Islam konvertiert. Als sie gesehen haben, wie barmherzig der Prophet ist, wie barmherzig der Islam ist, haben sie alle, sehr viele haben den Islam angenommen. Und zum Abschluss möchte ich euch eine Geschichte erzählen von einem Mann,
namens Safwan ibn Umayyah. Dieses Safwan ist einer der wenigen Mekkaner gewesen, der unheimlich viel dem Propheten Ärger verursacht hat. Das war einer wie Abu Jahl und Abu Lahab, die von Anfang an mobilisiert haben, Stress gemacht haben. Er hat Leute bezahlt, damit sie Witze über den Propheten schreiben und verbreiten. Safwan ibn Umayyah war auch jemand, der war Waffenhändler. Das heißt, er hatte immer die neuesten Waffen, hat die Juden mit Waffen versorgt. Also der war einer der schlimmsten Erzfeinde des Propheten. Und hat 20 Jahre lang gegen diesen gekämpft. Und eines Tages hat dieser Safwan ibn Umayyah seinen Sklaven zu sich gebracht an der Kaaba und hat gesagt, bei diesen Göttern, die hier in dieser Kaaba sind, ich gebe dir hier ein Schwert, das ist das beste Schwert, das war irgendein Titanschwert oder irgendwie was sehr, sehr Hochwertiges. Ich gebe dir dieses Schwert. Geh nach Medina, gib dich als Moslem aus und sobald du in der Nähe des Propheten bist, bring ihn um. Wenn du erfolgreich werden solltest, dann mache ich dich nicht nur frei, sondern ich erfülle dir jeden Wunsch, den du dir vorstellen kannst. Ich gebe dir alles, was mir in meiner Macht steht. Wenn du es nicht schaffen solltest und getötet werden solltest, dann werde ich mich um deine Töchter und deine Familie genauso kümmern, als wären es meine Kinder. Das verspreche ich dir. Dieser Sklave ist dann mit dem Schwert nach Medina und ist in die Moschee des Propheten und hatte unter seinem Gewand dieses Schwert versteckt. Und als er reinkommt und sich hinsetzt, sagt der Prophet, komm, junger Mann, nimm dein Schwert beiseite und, also wusste, dass das Schwert da ist. Nimm dein Schwert raus, du brauchst nicht verstecken. Soll ich sagen, wieso du hergekommen bist oder sagst du es mir selber, warum du hergekommen bist? Und das hat diesen jungen Mann so berührt, dass er so ein schlechtes Gewissen hatte. Und der Prophet weiß ja, was in den Köpfen der Leute vor sich geht. Genau wie jeder Prophet wusste, was in den Köpfen der Leute, Jesus wusste auch, was die Menschen denken und vorhaben. Das sind Propheten, die sehen das Verborgene. Und dieser junge Mann hat sich so berührt gefühlt, dass er den Islam dort an diesem Tag angenommen hat und ist dann gar nicht mehr zurück nach Mekka. Und jetzt ein paar Jahre später, wo Mekka eingenommen wurde durch die Muslime, ist dieser Safwan ibn Umayyah, der hat Angst gekriegt, weil er dachte, das war's. Und der ist über alle Berge geflohen. Weil wie ist es denn normalerweise? Ja? Normalerweise werden politische Gegner, wenn der Gegner an die Macht gekommen ist, werden diese getötet. Das ist ja oft so. In einem Land, da ist ein Diktator und ein anderer kämpft gegen diesen Diktator. Und die Supporter des ersten Diktators werden dann nach dem Sieg des neuen, werden sie alle geköpft. Als Saddam Hussein an die Macht kam, hat er all seine politischen Gegner, die am Anfang gegen ihn waren, hat er alle nach dem Rennen erschießen lassen. Hitler genauso. Es ist eigentlich gang und gäbe, wenn man ein Diktator werden will. Okay? Und der dachte, das passiert mit mir auch. Wenn der Prophet jetzt kommt, bin ich der Erste, den er umbringen wird. Und er ist über alle Berge geflohen. Und als sie in Mekka angekommen sind, hat dieser ehemalige Sklave gesagt, ich möchte meinen ehemaligen Meister wiedersehen, weil er hat mich schließlich Gutes, er war kein Strenger. Ja, er war gut zu mir, er hat mich versorgt. Ich möchte mich bei ihm bedanken. Ja, und hat nach ihm gesucht und hat gesehen, dass er irgendwo in irgendeinem Dorf hinter den Bergen sich versteckt hatte. Und der Prophet hat gesagt, bring ihn zu mir. Ich verspreche ihm Immunität, ich werde ihm kein Haar krümmen. Und dieser Sklave hat ihn dann gefunden und hat gesagt, hey, willst du nicht nach Mekka kommen? Der Prophet gibt dir Immunität. Und er sagte, ich kenne Mohammed. Wenn er sagt, er gibt mir Immunität, dann glaube ich, dass es so ist. Aber ich glaube, dass du lügst. Dir vertraue ich nicht. Das ist so witzig. Die Ungläubigen haben Mohammed so gut, haben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam so gut gekannt, dass sie ihm ihr Leben in die Hand vertraut hätten. Das heißt, ihm vertraue ich, aber dir nicht. Bring mir einen Beweis. Da ist er wieder zurück und der Prophet hat seine eigene Amama, seinen Turban hat er diesem jungen Mann gegeben und hat gesagt, bring das ihm als Beweis. Und als er ihm den Turban gebracht hat, hat sich dann Safwan in die Stadt getraut und hat sich erstmal mehrere Meter weg vom Propheten hingesetzt. Also der hatte einfach immer noch Angst. Ja? Und war so in sich und hat gesagt, oh Mohammed, der hat ja nicht Rasulullah gesagt, ich werde, gib mir 2 Monate Zeit zu überlegen, was ich machen soll mit uns, so nach dem Motto. Und der Prophet hat gesagt, du kannst gerne 4 Monate haben, so viele Monate, wie du willst. Ja? Denk so viel, du willst. Hier wird dir keiner ein Haar krümmen. Und das Witzige ist, dieser Safwan, durch den offenen Charakter des Propheten, durch diese liebevolle Art und Weise von ihm, hat tatsächlich den Islam später angenommen. Einer der Erzfeinde des Propheten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie sind wir Leute, wenn uns jemand anmacht, anpöbelt,
nicht gegen uns Krieg führt, anpöbelt. Ob jetzt zu Recht oder Unrecht, sei es wegen unserem Glauben oder wegen irgendwas. Was machen wir? Wir wollen die Person zerfleischen am liebsten. Was für eine Geduld muss dieser Prophet haben? In einer Horde wilder Araber 20 Jahre lang verfolgt werden, getötet werden, Krieg, Mord, alles. Und einer seiner schlimmsten Erzfeinde, der so viel Unheil verursacht hat, sitzt direkt vor ihm und sagt, du hast hier nichts zu befürchten. Und er ist dann später wie viele andere zum Islam gekommen. Das heißt, man würde doch sagen, das ist jetzt ein Happy End, oder? So sehen das leider die Mehrheit der Muslime. Der Prophet hat Mekka eingenommen, Happy End, Friede, Freude, Eierkuchen, alle sind zum Islam konvertiert, alles war rosa, alles war super und schön. Natürlich, viele Mekkaner haben den Islam angenommen, als sie den Charakter des Propheten gesehen haben. Aber viele Leute hatten trotzdem einen Hass auf den Propheten und auch auf Ali. Weil in diesen Schlachten gegen den Propheten wurden ihre engsten Familienangehörigen zum Teil getötet. Ihre Väter, ihre Brüder etc. Und die mussten einen Strategiewechsel machen. Die wussten, wir Polytheisten, unser Business ist kaputt, unsere Macht ist weg, wir können nichts machen. Und sie mussten eine andere Strategie verfahren. Und was war die Strategie? Sich als Moslem auszugeben und den Islam von innen zu zerstören. Ja? Und viele, viele Menschen, die einen Hate gegen den Propheten haben den Islam verdeckt angenommen und haben dann von innen heraus Unheil gestiftet, Intrigen geschmiedet. Und sie wussten aber, gegen den Propheten können sie nichts machen. Der Prophet war dann immer 10 Schritte voraus. Deswegen haben sie auf die Gelegenheit gewartet, die Macht an sich zu reißen, wo ein Machtvakuum entsteht. Und das war wann? Als der Prophet diese Welt verlassen hat. Das ist ein Thema, darüber könnte man eine Vortragsreihe machen, muss ich mir überlegen, ob ich das mache oder nicht. Aber Mekka war jetzt eine muslimische Stadt. Von da an ist der Islam in alle Himmelsrichtungen verbreitet worden. Aber die Probleme des Propheten und vor allem auch seiner angehörigen Familie haben ab da erst richtig angefangen. Weil der Islam jetzt von innen, von Heuchlern kaputt gemacht wurde. Und deswegen ist auch Sura Munafirun, diese Sura über die Heuchler, eine der letzten Suren im Koran chronologisch gesehen. Weil am Ende waren diese Heuchler wie und innerhalb dieser Muslime. Ja. Inshallah werden wir bei Gelegenheit mal darauf eingehen. Nächste Woche inshallah werden wir einen Vortrag machen über die Vorzüge vom Monat Ramadan, das jetzt vor der Tür steht. Und eventuell danach noch weitere Vorträge über den Propheten, über seinen Charakter, über verschiedenste Auszüge aus seinem Leben, damit wir ihn mal als Person ein bisschen besser kennenlernen. Möge Allah uns Weisheit geben, möge er die Wiederkunft von Imam Zaman beschleunigen und uns seinen rechtschaffenen und ergebenen Dienern machen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرجه